Bundesminister des Innern für Bauen und Heimat, Horst Seehofer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser vorliegende Gesetzentwurf hat ein zentrales Ziel, nämlich die Durchsetzung rechtsstaatlicher und fairer Regeln. Wir gewähren jedem Menschen, der Schutz braucht, bei uns im Lande Schutz. Aber das heißt auf der anderen Seite, wer kein Bleiberecht hat, muss auch unser Land wieder verlassen. Dieses Gesetz wird eine Reihe von Schwachstellen im geltenden Recht beheben. Erstens, die persönliche Passbeschaffungspflicht durch Asylbewerber wird strenger. Es wird deshalb deutlich zwischen Personen unterschieden, die ihre Pflichten verletzen, also selbst zu verantworten haben, dass die Pässe nicht da sind, und solchen, die aus gutem Grunde nicht ausreisen können, weil zum Beispiel in den Herkunftsländern Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit droht. Wir regeln, dass Ausreisepflichtige selbst alles Zumutbare tun müssen, um einen Pass zu beschaffen. Wer das nicht tut und damit für das Ausreisehindernis selbst verantwortlich ist, wird spürbar sanktioniert. Er bekommt künftig nur noch eine Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Für Nichtjuristen übersetzt ist eine Duldung minus. Und die Sanktionen lauten Erwerbstätigkeitsverbot, Wohnsitzauflage, Verhinderung der Aufenthaltsverfestigung und auch die Möglichkeit zur Verhängung von Bußgeldern. Zweitens, wir verbessern die Voraussetzungen erheblich, damit die Ausreisepflicht auch durchgesetzt werden kann. Wer in der Praxis unterwegs ist, wird immer wieder erfahren, dass dies ein Haupthindernis ist, nämlich das Phänomen des Abtauchens zum Zeitpunkt der Abschiebung. Unverzichtbare Instrumente hierfür sind deshalb die Abschiebungshaft und der Ausreisegewahrsam. Die Voraussetzungen für beides werden systematischer gefasst und ausgeweitet. Und ich denke, damit für die Behörden in der Zukunft auch deutlich handhabbarer. Das ist wichtig. Es hat ja keinen Sinn, wenn man Ausreisegewahrsam oder Abschiebehaft im Gesetz stehen hat, aber es in der Praxis nicht oder kaum anwendbar ist. Drittens, die Rückführung von Gefährdern, also Menschen, von denen besonders schwere Anschläge zu befürchten sind, und Intensivstraftäter. Das hat für uns seit langem oberste Priorität. Hier wollen wir die Ausweisungsregeln schärfen und das Schutzniveau der EU besser abbilden, klarer abbilden. Und wenn ein Intensivstraftäter unter keinen Umständen abgeschoben werden kann, solche Gründe können auch mal vorliegen, werden wir diese Personen in Zukunft ähnlich intensiv überwachen wie heute schon die etwa 750 Gefährder in der Bundesrepublik Deutschland. Und viertens, nach wie vor haben wir zu wenig Abschiebungsplätze. Es sind weniger als 500 für ganz Deutschland. Das ist kaum etwa ein Viertel der Kapazitäten, die in Frankreich dafür zur Verfügung stehen. Und wir müssen und wollen diesen Mangel beheben, indem wir eine Regel möglich machen durch dieses Gesetz, die uns ausdrücklich das EU-Recht ermöglicht, nämlich zeitlich befristet. Wir schlagen vor, für 3 Jahre dieses Trennungsgebot von Strafgefangenen und abzuschiebenden Personen auszusetzen, dass zwar innerhalb einer Justizvollzugsanstalt zu trennen ist zwischen Strafgefangenen und Abzuschiebenden, aber dass die Justizvollzugsanstalten diese Einrichtungen für Abschiebungen nutzen können. Das ist wichtig. Und jetzt muss ich an die Adresse der Bundesländer zwei Dinge sagen, weil die auch wieder ein bisschen deutlich machen, wie absurd manche Diskussionen bei uns in Deutschland sind. Es findet am 5. Dezember eine Ministerpräsidentenkonferenz statt.
Die Ministerpräsidenten schließen einstimmig 16:0 eine Aufforderung an die Bundesregierung, dass dies, was ich gerade erläutert habe, nämlich die Lockerung des Teilungsgebotes für 3 Jahre, erfolgen soll. Und die Justizminister der Bundesländer kritisieren deshalb die Bundesregierung, weil sie den Vorschlag ihrer Ministerpräsidenten umsetzen. Das ist skurril, meine Damen und Herren. Ich will auch noch darauf hinweisen, wir haben bekanntlich 16 Bundesländer. Es geht jetzt um 500 Haftplätze für alle 16 zusammen, zusätzlich. Ich will jetzt die Rechnung nicht selber anstellen, aber sie Ihnen mitgeben. 500 durch 16, das, meine ich, sollte in einem hochentwickelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland möglich sein. 600 durch 15. So, und ich will abschließend noch darauf hinweisen, das ist ein Teil, die gesetzlichen Grundlagen für die Rückführungen, die wir übrigens brauchen, bei Leuten, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren eben kein Bleiberecht haben. Das brauchen wir, damit die Akzeptanz der Bevölkerung für die Schutzbedürftigen erhalten bleibt. Aber genauso wichtig wie dieses Gesetz ist die operative, die administrative Umsetzung der Rückführungen. Und da möchte ich Ihnen klar sagen, wir haben gemeinsam mit den Ländern ein Zentrum jetzt in Berlin für die Unterstützung der Rückführung. Da sitzen jetzt alle Länder mit Beschäftigten in diesem Zentrum. Das Zentrum unterstützt bei der Passersatzbeschaffung. Das Zentrum unterstützt bei besserer Kooperation mit den Herkunftsländern. Wir unterstützen alle Bundesländer, die es wollen, als Bundesregierung bei der Passersatzbeschaffung vom Staat her. Wir haben mit 40, 50 Ländern gute Kooperationen für die Rückführung von Flüchtlingen oder von abgelehnten Asylbewerbern. Und die Bundespolizei, die wird aufgestockt von 1.300 Personen auf 2.000 Bundespolizisten, die die Begleitung dieser Abzuschiebenden auch für die Bundesländer machen. Beide Teile, die rechtlichen Grundlagen, die wir jetzt noch mal verklaren, und der administrative Vollzug sind wichtig, damit wir auf diesem Feld Erfolg haben und damit die Akzeptanz der Bevölkerung erhalten. Das Wort hat der Abgeordnete Gottfried Curio für die